Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge bei Minecraft. Es hat sich einiges getan. Nämlich, wir haben im Prinzip eine völlig neue Welt. Ich hatte das ja zum Anfang schon so ein bisschen angedeutet gehabt, dass ich mir mal ein bisschen Zeit nehmen wollte, um mal ja die ein oder andere Mod mal auszutesten. Und vor dieser Aufnahmesession habe ich mir jetzt, wie gesagt, mal ein paar Stunden mal Zeit genommen, mich mal in die ganze Thematik so ein klein bisschen zumindest mal einzufuchsen. Und habe mir mal ein Texturen-Pack und ein Shader-Pack rausgesucht, die mir sehr zugesagt hatten. Ich hatte ein klein bisschen einen Schreckmoment, denn ich hatte das erst versucht, über den Curse-Client alles zu installieren. Wie gesagt, für mich als totalen Neuling, was Minecraft angeht, war das erstmal eine riesen Frickelei, hier die verschiedenen Mods erstmal überhaupt zum Laufen zu kriegen. Und über den Curse-Client hat er mir anscheinend eine alternative Version nochmal installiert gehabt. Da war dann komischerweise auch mein Spielstand nicht mehr verfügbar. Hatte ich erst einen kleinen Moment so ein bisschen die Panik, dass ich kompletten Murks gemacht habe und unseren kompletten Spielstand gelöscht habe. Das wäre natürlich sehr, sehr fatal gewesen. Ne? Nachdem ich dann die ganze Sache nochmal über den normalen Launcher, also sprich den Vanilla Launcher, gestartet hatte, mit dem kleinen Zusatz Optifine, also sprich eine Launcher-Modifikation, um die ganzen Mods zum Laufen zu kriegen, war dann zum Glück auch unser Spielstand wieder da. Wir sehen halt allein hier schon, die Texturen sind jetzt deutlich realistischer, nicht mehr ganz so pixelig. Und wir haben einen wunderbaren Shader, der halt zum einen Beleuchtung und Wettereffekte und das Wasser auch nochmal verändert hat. Das war mir halt mal ja eigentlich ein bisschen wichtig, damit das Ganze ein bisschen aufgeschönt aussieht und auch ein bisschen zeitgemäßer. Ne? Ich meine, so ganz Vanilla war auch nicht ganz schlecht. War wahrscheinlich auch für euch nochmal so ein bisschen, ja, etwas Besonderes, halt vielleicht auch mal das komplette Vanilla so nochmal zu sehen. Ich gehe mal stark davon aus, die meisten von euch werden halt auch mit Mods spielen. Aber wie gesagt, wir wollen uns ja auch nicht zuletzt im Gameplay ein bisschen weiterentwickeln, sondern halt insgesamt auch, was das Spiel angeht. Ne? Und da denke ich, war das eine ganz gute Entscheidung, im Prinzip alles mal so ein bisschen umzustellen. So, kleine Besonderheit, ich musste um gerade das Texturenpack nochmal zum Laufen zu bekommen, nochmal eine Version zurückgehen. Wir haben ja momentan die Version 1.2.0.1 und ich musste jetzt theoretisch oder im Prinzip wieder auf die Version 1.19.4 zurückgehen. Also sprich eine Version nochmal zurückrudern sozusagen. Aber ich denke mal, ja, wir sehen es halt hier auch an den ganzen Vegetationstexturen. Bin ich mal der Meinung, das war eine gute Entscheidung, das so umzustellen. Ne, auch die Holztexturen sehen jetzt deutlich cleaner aus. Und halt, wie gesagt, gerade das Mauerwerk. Das Einzige, was komischerweise sich nicht verändert hat, sind die Texturen der Einwohner, habe ich festgestellt. Und die einen oder anderen Pflanzen. Wir können mal gucken, ob wir hier ein Beispiel sehen. Ah ja, hier sehen wir zum Beispiel ein Beispiel, ne? Die Pflanzen haben jetzt alle neue Texturen, aber diese blaue Blüte beispielsweise, ja, ist so geblieben. Ähnliches habe ich festgestellt bei unseren Feldern. Hm? Also sprich, Kürbisse und alles, was wir an Anbaupflanzen haben, ist jetzt mit einem Textur-Revamp quasi neu gestaltet, halt auch das Getreide. Aber jetzt beispielsweise hier diese Anbaupflanzen, die sind so geblieben, wie sie vanilla-technisch waren. Weiß ich nicht, ob ich da nochmal ein extra Texture-Pack irgendwie nochmal für auftreiben muss oder ob wir das da lassen. Müssen wir mal gucken, ne? Inwiefern sich's auswirkt. Und wie gesagt, Wassertexturen sind halt jetzt auch komplett neu. Und auch die Unterwasserwelten. Ist jetzt alles ein bisschen cleaner und vor allen Dingen auch ein bisschen realistischer, was den Wasser oder besser gesagt, was den Lichteinfall angeht. Wie wir sehen, je weiter wir runtertauchen würden, desto dunkler wird es dann halt irgendwo. Ne? Das hatten wir halt in der Vanilla-Version halt alles nicht so wirklich. So, aber damit seht ihr zumindest schon mal, es hat sich einiges geändert. So, dann werden wir gleich mal unser Feld abernten gehen. Aber vorher gucken wir noch mal ganz kurz ins Wirtshaus, denn ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob wir uns den letzten Abschnitt angeschaut hatten gemeinsam, ne? Nachdem ich hier die letzten
Änderungen nochmal durchgeführt hatte im Haus. So, hier haben wir jetzt, wie gesagt, eine Werkbank nochmal drin für einen Räucherofen. Wir müssten auch mittlerweile schon wieder einen neuen Metzger haben. Der dürfte hier auch schon wieder irgendwo rumlaufen. Das heißt, wir können jetzt auch wieder Fleisch und... Ah ja, hier steht er nämlich. Können wir nämlich jetzt wieder Fleisch und alles Mögliche wieder direkt bei ihm verkaufen, ne? Hier oben habe ich alles nochmal mit Betten ausgestattet. Damit wir, ja, sobald wir wieder ein bisschen was an Brot haben, können wir dann unsere Bevölkerung weiter ausweiten, ne? Sind genügend neue freie Betten da. Hier, wie gesagt, haben wir unsere kleine Terrasse oder Balkon, je nachdem, wie man es nehmen will, mit Aussicht aufs Dorf. Und dann haben wir so im Großen und Ganzen die wichtigsten Sachen eigentlich schon da. Ne? So, mal gucken. Jetzt könnten wir theoretisch wieder ein bisschen auf Erkundung gehen. Ne? Das hatte ich ja schon ein bisschen vorgeschlagen gehabt, damit wir wieder ein bisschen Wechsel drin haben. Aber, wie gesagt, bevor wir hier wieder losstratzen, werden wir mal ganz kurz gucken, dass wir unsere Felder wieder ein bisschen auf Vordermann kriegen. Und gerade hier so die ein oder anderen Sachen nochmal anbauen, ne? So, hier können wir mal gucken, dass wir hier erstmal die Pflanzen abbauen. So, und dann können wir auch gleich wieder neue Pflanzen draufsetzen. So. Alles, was wir abbauen, können wir dann auch gleich wieder beim Farmer hier wieder abladen. Mal wieder ein bisschen was an Geld verdienen. Gucken, ob wir das bei ihm hier loswerden. Er ist Meister. Wir gucken mal, ob wir einen etwas kleineren kriegen. Er ist auch schon Meister. Dann müssen wir den hintersten dann nehmen, ne? So, komm her, ihr Bursche. So, den verpassen wir mal noch ein bisschen was, was wir verkaufen können. Wir müssen mal gucken, wir können gleich noch mal ein paar Melonen herstellen, die wir dann auch noch mal craften können. Aber man muss staunen, das wächst alles ziemlich schnell nach hier, ne? Und wir überlegen, wir hatten gerade sämtliche Kürbisse abgebaut und jetzt haben wir hier schon wieder die ersten, die nachgewachsen sind. Ist das schon mal sehr, sehr zufriedenstellend, muss man sozusagen. So, Kürbisse sind, glaube ich, alle da. Genau, da haben wir jetzt keinen verbraucht. So, und dann kommen wir theoretisch hier gleich nochmal. Hier werde ich eventuell auch nochmal gucken, ob ich nochmal eine User-Interface-Mod irgendwie mal finde. Damit halt ja auch die Grafikoptionen im Interface ein bisschen cleaner aussehen und nicht mehr ganz so vanillamäßig. So, aber das war jetzt erstmal das, was mir erstmal am wichtigsten war. Dass wir hier ein bisschen bessere Grafik reinkriegen. So, dann haben wir nämlich gleich wieder Getreide. Könnt gleich nochmal ein bisschen Brot herstellen. So. Und dann können wir eventuell schon mal den einen oder anderen Dorfbewohner hier wieder ein bisschen vollknallen mit Brot. In der Hoffnung, dass wir gleich wieder ein paar neue Einwohner kriegen. Müssen mal gucken, welche Möglichkeiten wir noch hätten, neue Berufe herzustellen. Ne? Also sprich, ob wir eventuell noch irgendwelche Berufsfelder haben, die wir momentan noch nicht besetzt haben. Die könnten wir dann nämlich nachträglich auch noch mal auffüllen. So, aber wächst alles schon mal ganz ordentlich nach hier, ne? So, dann können wir mal gucken. Müssen wir mal zur Werkbank gehen. Müssen ein paar Melonen herstellen und natürlich auch ein paar Brote, ne? Das ist jetzt erstmal nicht so unwichtig. So, dann lass uns mal gucken. Melonen haben wir hier schon. So, gucken wir gleich mal, dass wir so viele machen, wie wir können. Ja, 10 Stück. Ansonsten können wir noch mal gucken, dass wir noch ein bisschen Brot herstellen. Ja, auch so viel, wie wir können. Dann können wir das Brot zur Not schon mal verfüttern an die Leute hier, ne? Okay, er tingelt hier rum. So, mal gucken.
Wo wir hier ein paar Leutchen hier mit Brot versorgen. Ihm können wir theoretisch ein paar reindrücken hier. Oder, ah ja, hat er eingesammelt. Sehr gut. So, dann müssen wir mal gucken, wo sich unsere Farmer niedergelassen haben. Das ist ein Meister, der bringt uns nichts. Das ist unser Fleischerfreund. Bin mal gespannt, ob jetzt nach und nach auch die Gebäude hier wieder voll besetzt werden, ne? So, ich würde fast sagen, haben wir doch... Ah ja, Kürbisse haben wir sogar noch. Das Gute ist, durch die neue Shader-Mod, die ich jetzt hier drauf habe, sieht man auch ein bisschen angenehmer, wo halt wirklich noch dunkle Stellen sind. Hm? Lichtquellen sind dadurch ein bisschen angepasst. Dann sieht man ein bisschen schneller, wo wir noch mal ein bisschen nachleuchten müssen. Denn das Problem hatten wir ja immer mal, dass gerade vor meinem Haus oftmals hier irgendwelche Skelette und so rumgelaufen sind und man aber ja eigentlich großartig gar nicht gesehen hat, wo da die Lichtquellen gefehlt haben, ne? Oh. Na, die haben wir schon mal liquidiert. So. Einziger kleine Nachteil ist jetzt, ich glaube, der Leuchtbereich der Lichtquellen ist ein bisschen geringer geworden, ne, durch den Shader. Leute, wir müssen da auf jeden Fall ein bisschen großflächiger später ausleuchten. Aber allein die Nacht sieht halt schon deutlich geiler aus, ne? Wolken sehen alle ein bisschen realistischer aus. Ich werde mal gucken, ich werde die Liste der Mods, die ich jetzt aktuell immer in jeder Folge habe, werde ich mal in die Videobeschreibung für euch reinpacken, ne? Falls der eine oder andere hier, ja, eine Mod sieht, die ihm gefällt, dann, glaube ich das? Ey, Bursche. Ich meine, gut, er klaut nur. Alter, macht der Schaden. Uiuiuiui, da haben wir ordentlich Schaden gedrückt. Ja, ich meine, gut, wir haben ein Schild gehabt, ne? Wir hätten uns rein theoretisch davor schützen können, aber ja, gut. So. Essen wir nochmal was hier. Lass uns nochmal ein paar Herzchen wiederholen. So, und dann können wir rein theoretisch die Elderperle gleich ablegen, ne? Müssen wir mal gucken, wo wir die eingelagert hatten. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, die müsste noch mit hier drüben liegen, ne? Wir müssen halt bei Gelegenheit unbedingt gucken, dass wir unser Dach mal fertig kriegen. Das stört mich so ein bisschen, bin ich ganz ehrlich. Da müssen wir mal gucken, dass wir das Dach demnächst mal fertig kriegen. So, der Rest dürfte passen. Ja, Rest sollte passen. Frage ich mich, wo der hier oben ein Stück Erde herbekommen hat, der Enderman hier gerade, ne? Weit und breit hier in unserem Gebäude eigentlich kein Dingsbums. Keine Erde irgendwie. So, die Melone nehmen wir dann mal mit. Körner können wir wieder erstmal einlagern. Genauso das einmal Getreide. Na, wobei, das einmal Getreide lassen wir ruhig dabei. So, dann können wir mal gucken. Weil theoretisch müssten wir doch auch bestimmt hier unsere Kürbiskuchen verfüttern können an die Dorfbewohner, oder? Das müssten wir doch mal ausprobieren. Das Einzige, was ich jetzt ein bisschen festgestellt habe, das habt ihr wahrscheinlich im Hintergrund gerade schon ein bisschen gesehen. Die Shader und die Texturmod frisst unheimlich Performance, ne? Das heißt, es werden immer mal ein paar Sachen in der weiten Ferne am Horizont irgendwie nachladen, habe ich gerade festgestellt. Okay. Die sind ganz schön wählerisch, scheint mir, ne? Die sind ja ganz schön wählerisch, die Burschen hier. Das ist ein Meister. Können wir gleich schon mal Kürbisse mitnehmen. Das ist auch ein Meister. Und er ist Geselle. Okay. So, dann haben wir wieder ein paar Kürbisse. Dann haben wir noch mal Melonen. Ja.
Und schon ist derjenige wieder fast aufgelevelt, ne? Nochmal den einen oder anderen Kürbis nochmal mitnehmen hier. So, Getreide können wir rein theoretisch auch schon wieder mitnehmen, ne? Frag mich mal so ein bisschen, wo die abgebauten Sachen lassen. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Kürbisse und das ganze Kram, was die hier abbauen, dass die das einfach nur in den Komposter schmeißen. Das wäre dann natürlich ein bisschen unschön. So, dann können wir schon wieder das erste Getreide mitnehmen. Dachte ich mir nicht. Muss mal gucken, ob wir irgendwie eine Automatik hier irgendwie reinkriegen, dass das Getreide irgendwie wieder automatisch irgendwie abgeerntet wird. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht irgendwie mit Maschinenteilen irgendwie was bauen können. Was das dann irgendwie wegschiebt, sobald das gewachsen ist über eine bestimmte Größe. Weil unsere Dorfbewohner, ja, die reißen es halt einfach nur ab irgendwie gefühlt. Ne? Ohne dass jetzt hier großartig entsprechend 1:1 wieder was nachgepflanzt wird. So, das hätten wir. Und gleich, dass wir nochmal was craften gehen. So, hier könnte man theoretisch sogar ein paar Marktstände bauen, ne? Auch die Kirche sieht jetzt cool aus mit den neuen Texturen. Gefällt mir. So, dann gucken wir mal. Melone. Da können wir wieder einige herstellen, ne? Die können wir auch gleich wieder verkaufen. Dann dürfte der Bursche gleich nochmal einmal leveln. Eben wir das verkaufen können. Ja, durfte gleich noch einmal aufleveln. So. Ironischerweise, der Golem hat neue Texturen bekommen, ne? Aber alles andere anscheinend nicht. Das ist ein bisschen merkwürdig. Das wundert mich ein bisschen. So, my friend. Dann komm mal her. Achso, das ist ein Meister. Wo geistert denn der schon wieder rum? Hier hinten, glaube ich, ne? So, my friend. Dann haben wir wieder einiges, was wir ihm verkauft haben. Jetzt ist er schon Experte. Sehr gut. So, dann gucken wir gleich mal, ob wir noch ein paar Brote verteilen können. Ihm hier vielleicht? Ist Bock auf Brot? Ja, hat er. So. Du auch vielleicht? Ja. Sehr gut. Dann haben wir noch eins, was wir verteilen können. Das geben wir einfach mal ihm hier. Boah, ist der wählerisch. Oder liegt es daran, weil wir bis zwei hier haben, was wir ihm geben können? Ah, jetzt wird das sich. Okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So, flitzen wir nochmal ganz kurz zu unserem Dingsbums. Zu unserem Gebäude. Machen unsere Taschen nochmal leer. Dann gucken wir nochmal, dass wir ein paar Werkzeuge nachcraften und dann können wir uns rein theoretisch erstmal wieder auf den Weg machen. Ne? Können wir erstmal wieder einen Ausflug machen. So, Rest haben wir eigentlich alles genügend dabei. So, eine Melone können wir reinpacken. Kürbisse können wir reinpacken. Wunderweise, ich weiß halt echt nicht so, was man so wirklich mit den Eiern anstellen soll, ne? Die haben da so immens viele von. So, das Getreide lassen wir mal hier. Das Fleisch könnte man, glaube ich, auch mal wieder verkaufen, ne? So, das ist echt kurios, ne? Einige Symbole für die Items sind auch auf HD oder auf höhere Auflösung hochskaliert worden, aber andere Sachen wiederum nicht, ne? Irgendwie ziemlich random, habe ich das Gefühl. Hm, merkwürdig, merkwürdig. So, jetzt müssen wir mal überlegen. Wir bräuchten noch ein bisschen Eisen, glaube ich, ne? Damit wir noch mal ein paar ordentliche Werkzeuge craften können. Gehen wir noch mal hoch. Wir müssen eh mal gucken, wie viel Eisen wir aktuell noch haben. Ich gehe mal stark davon aus, dann werden wir noch mal ein bisschen nacharbeiten müssen, ne?
Weiße Wolle. Könnten theoretisch bei Gelegenheit auch mal unser Pferd mal fertig machen hier, ne? Hattet ihr mir ja auch schon mal so ein bisschen in die Kommentare geschrieben, wie genau das funktioniert, wie ich das machen muss, damit wir unser Pferd mal so weit zähmen können, dass wir hier auch einen Sattel draufpacken können. So. Müssen theoretisch mal gucken. Rein theoretisch könnten wir unsere Werkbank mal mitnehmen, ne? Die brauchen wir jetzt hier eigentlich nicht im Wirtshaus stehen lassen. Dann haben wir die immer dabei und können zur Not auch unterwegs mal ein bisschen was abbauen. So, und ihr hattet mir gesagt, mit einem Eisenschwert bekommt man mehr Items raus, ne? Wenn man Gegner tötet. Das heißt, das werden wir mal ausprobieren. Ob das in unserem Fall so passt. So, dann haben wir drei Eisenspitzhacken. Die sollten, denke ich, erstmal gehen. Eine Eisenaxt könnten wir theoretisch schon mal wieder craften. So, dann haben wir die auf Reserve. Das hier können wir gleich mal bauen. So, und der Rest sollte eigentlich soweit erstmal noch gehen. Ne? Werkzeug sieht noch stabil aus. Pfeile haben wir leider nicht ganz so viel. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo eine Lücke haben, ne? Wo wir hier eventuell nochmal die Erde reinpacken können. Ich glaube, wir hatten irgendwo noch ein paar... Ah ja, hier haben wir noch ein paar Löcher. So, dann packen wir hier nämlich nochmal die Erde rein. So, dann können wir uns rein theoretisch erstmal auf den Weg machen, ne? Oh, das erste Kind ist wieder da. Nice. Das gefällt mir sehr gut. So, dann machen wir uns mal auf den Weg. Achso, Sitter, die Werkbank wollten wir mitnehmen. Eben sage ich es noch, ne? Eben sage ich es noch. So, wäre natürlich nicht so schlecht, eventuell den Priester nochmal zu finden. Aber der ist gerade nicht an der Arbeit, wie es aussieht, ne? Na, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es schon wieder Nacht wird, ne? Ich glaube, es wird schon wieder Nacht, ja. Dann sollten wir die Nacht erstmal nochmal abwarten, bevor wir dann uns auf den Weg machen, ne? Ins nächste Abenteuer. Ich würde fast sagen, hier hinten bietet sich es, glaube ich, auch an, irgendwie nochmal eine Fackel zu setzen, ne? Damit es ein bisschen heller wird. Überall noch ein paar Lichtquellen hinsetzen hier. Nicht, dass uns das Ungeziefer wieder hier mitten in die Basis reinrennt. Das wäre wieder ein bisschen eklig. So. Schon nice aus. Gefällt mir. Gefällt mir ganz gut. War jetzt aber theoretisch auch mehr oder minder schon fast so die, ja nicht direkt die erste, aber eine der ersten Texture-Mods, die ich gefunden habe, die mir sogar direkt zugesagt hat. Also ich musste gar nicht so großartig erst rumsuchen, bis ich gesagt habe, gut, die sieht mir ganz gut aus, die nehme ich direkt. War ich recht zufrieden direkt mit. So, hier mache ich euch auch nochmal zwei Fackeln drauf. Oh, dann haben wir gleich ein bisschen mehr Licht. Oh, dann können wir theoretisch, ne? Dann können wir uns theoretisch auf die Reise machen. Gucken nochmal ganz kurz hier hinten ein bisschen durch. Ob wir hier eventuell nochmal nachbessern müssen. Denn hier hinten hatte ich ja nochmal ausgeweitet, ne? Glaube ich, auch schon wieder ein bisschen dunkler geworden. Mindestens was hier oben angeht. Ich glaube, da sollten wir vielleicht auch noch eine Fackel reinsetzen, damit wir ein bisschen mehr Lichtquelle kriegen. Ja, ist hier wieder ein klein bisschen heller. So, meine Freunde, ich würde auch mal sagen, wir machen hier ruhig mal eine kleine Folgenpause.
denn wir sind fast bei 30 Minuten, jetzt sind wir bei 25 Minuten. Und jetzt hier noch loszustarten in die nächste Reise, unser Abenteuer, würde, glaube ich, nicht so viel Sinn machen. Dann wären wir gerade ein paar Meter gelaufen und dann wäre die Folge wieder zu Ende. Das heißt, wir machen an der Stelle schon mal eine Folgenpause. Und in der nächsten Folge, ja, habe ich ja eben schon angesprochen gehabt, werden wir wieder auf die Reise gehen und mal gucken, ob wir eventuell wieder ein neues Biom entdecken und uns da wieder mit ein paar neuen Pflanzen und solchen Dingen eindecken können. Fleißig Däumchen drücken, gerne mal in die Kommentare schreiben, ja, wie ihr meine Mod-Auswahl im Moment findet. Ihr könnt mir natürlich trotz alledem weiterhin noch ein paar Vorschläge machen, die schaue ich mir ja natürlich gerne an. Da ja, sollte da was dabei sein, was sogar noch ein Tücken besser aussehen würde, dann würde ich natürlich eventuell nochmal die Mods entsprechend nochmal austauschen. Das bleibt nicht ausgeschlossen. Ne? Wir haben eine lange Reise vor uns hier bei diesem Let's Play und da wird wahrscheinlich eh das eine oder andere oder die eine oder andere Mod nochmal dazukommen. Daher, Veränderungen behalte ich mir mal vor. Ne? Aber wie gesagt, bis dahin, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt mir schön gesund, ringehauen und ciao, ciao.